So, willkommen hier aus Krakau zu einem nächsten Zweitligamatch und zwar aus der vierten Runde der zweiten Liga. Ja, der Fangamer ist dabei. Ja, sowohl am Feld als auch am Mikrofon, so wie es bei dir auch ist. Jo. Neid hat, das war ein super Pass, Alter. Wirklich 1A. Oh. Rennen wir gleich um. 6 Celtic. Das ist ein Einsatz. Oh. War schon mal nicht schlechtes Auftreten. Ja, nächstes Spielerduell hatten wir schon einmal. Da war es ein Unentschieden. Ja, der Tabellenstand. Krakau auf Platz 5 mit 3 Punkten. Lotte auf Platz 9 mit 2 Punkten. Pass doch endlich ab, Trottel. Oh, hast echt super gemacht, Alter. Oh. Schade. Schade. Funny, funny, funny. Ja, beide im Cup auch weitergekommen, also gute Cup-Woche gehabt. Pudus, denke ich mal. Denn einer Biddle von der First zart. Ah, dumm, was war das? Das ist der Konter. Ja! Nein! Oh, warum hast du den dummen Haken, Alter? Sehr schön gemacht. Sehr versaut war das jetzt. Ja! Boah. Ja, verdiente Führung. Ja, für Lotte jetzt doppelt Pech. Die Riesenchance nicht gemacht und im Gegenzug dafür jetzt das Gegentor kassiert. Herr Guzman, zweiter Treffer in dieser Saison. Alter, was war das? Für Endings der erste Assist.
Ja, Fallengeber tut viel, ist auffällig. Aber er hat auch eine Top-Show rausgelassen. Echt? Ah ja, stimmt, hier am Anfang, ja. Ja. Oh, was war, warum ist denn an? Oh. Komm noch mal. Ja. Schön. Ja, sie tun was fürs Spiel, aber es scheitert am auf der Chancenauswertung. Eindeutig. Ja, Krakow führt daheim. Ja, Lindner auch sehr auffällig, muss ich sagen, auf der rechten Seite. Der neu in die Startformation, also nicht in die Startformation, mal in das Spiel gerutscht ist, von der Reserve. Drimmitsch verletzt. Das ist natürlich doppelt blöd jetzt. Schön. Nicht so schön. Oh, mit dem habe ich nicht gerechnet, dass man das so schnell ist. Na gut. Bei deiner 45. tut sich der Trottel verletzen. Ja, mit dem aktuellen Stand würde sich Krakau nach vorschieben auf Platz 4 und Lotte nach hinten um einen Platz auf Platz 10. Abstiegsplatz. Sozusagen. Oh. Und sie wollen es. Borgerson bestraft hier hart. Also nur. Gott sei Dank. Oh. Mit diesen Treffers würde sich sogar Krakow auf Platz 2 schieben. Aufgrund
und der Dirty Fans. Alter, was ist das für ein Bass? Okay. Ja, doch. Aha. Nein! Weißt du, was mich da ärgert? Der Finn Borgeson ist ein super Stürmer, ja? Ja. Aber er will sich immer außerhalb vom Strafraum anspielen lassen. Warum geht er nicht einfach rein? Ist das vielleicht eingestellt bei den Stürmern? Weiß ich nicht. Aber nein, weil der in der ersten Halbzeit es auch nicht macht. Boah. Der war so schön. Und Papa. Oh, das war ein herrlicher Pass. So. Was denn? So wollte ich das gar nicht machen. Boah. Da bist du. Mach lecky. Oh, schade. Oh. Du hast immer eine Antwort. Das ist unglaublich. Was? Na, abfangen oder da geht nichts gescheit durch. Müssen wir defensiv spielen. Wieder ein Arsch Spaß, Alter. Oh. Doppelstange. Schade. Ja, laut hat nichts mehr zu entgegen zu wirken.
da macht er sein Tor. Zuerst die Stange, jetzt der Treffer. Sehr schön. Ich sag, Chicago Fire und Lotte machen sich's aus, wie er absteigt. Ah, jetzt habe ich auf Start gedrückt. Ja, aber ich glaube, diese Szene kann man überspringen, wo sie in die Kabine gehen. Okay. Glaube ich. Ja, da. Die Riesenaktion. Nummer 1. Ja, in der ersten hat es viele Chancen gehabt, in der zweiten dann total abgeflacht. Und die rote Karte hat es dann auch nicht besser gemacht. Wunderschön hier geschossen. Da will mit dem Fuß hingehen, really? Oh mein Gott, das habe ich gar nicht gemerkt. Was war das für eine Idee? Ja. Da hat man sich dann selbst. Eigentlich hat man sich beide Tore selbst eingeschenkt, muss man sagen. Ja. Das erste, nachdem man da das nicht verwandelt hat, oder was gesagt, die Chance nicht, das 1-1 besser genutzt hat. Schau, ganz klar war das eine Ecke, ganz klar. Ja, schwache Leistung von den Sportis. Anders ja, kann man es nicht sagen. Und diese Aktion macht das auch nicht besser. Ah, da ist sogar drüber gegangen. Und hier schön gemacht, die Aktion. Aufs kurze Eck, wuchtig geschossen, wunderbar. Ja, 13:0 der Endspielstand. Wir sehen uns beim nächsten Spiel dann. Wenn es wieder heißt, Metzelig. Bis dann noch rein, mach's gut und ciao. Ciao.